Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist ein Paracord-Armband. Und ich habe mir überlegt, genau das knüpfen wir heute mal. Ich will dir zeigen, wie das Ganze mit ein bisschen Unterstützung von deiner betroffenen Hand geht. Das Ganze ist aber relativ einfach. Ich zeige es dir jetzt. Viel Spaß! Schauen wir uns erstmal an, was brauchst du für das Armband? Du brauchst Klebeband, eine Schere und Paracordbänder. Die Paracordbänder gibt es in ganz unterschiedlichen Farben und Stärken. Nimm am Anfang am besten ein bisschen dünneres Paracord, da fällt dir das Knoten leichter. Los geht's! Ich habe hier schon mal beide Bänder nebeneinander gelegt. Beide Bänder sind übrigens circa 2 Meter lang. Wobei eines der Bänder etwas länger ist an einem Ende, weil wir damit am Ende den Verschluss des Armbändchens machen. Weiter geht's mit dem ersten Knoten. Der kommt ins dunkelgrüne Band in meinem Fall, ungefähr mittig. Nicht ganz zuziehen, das ist wichtig, weil der Knoten kommt dann übers hellgrüne Band, wird da zugezogen, so dass das hellgrüne Band eine Schlaufe bekommt. Damit das Armband nachher gut hält, schieb den Knoten am besten noch ein Stück nach oben, damit die Schlaufe kleiner wird. Jetzt muss nur noch die Schlaufe bzw. das eine Ende des Armbands irgendwo befestigt werden. Ich habe das hier mal mit Klebeband am Tisch gemacht. Es geht aber auch theoretisch an einer schmalen Tür. Und dann kann es losgehen mit dem Armband knüpfen. Hierfür nehme ich zuerst das linke äußere Band in meine rechte Hand. Wenn deine linke Hand von der Hemiparese betroffen ist, dann nimm das Band mal mit deiner linken Hand. Mit deiner anderen Hand nimmst du jetzt das Band daneben und machst einen Knoten um das erste Band. Gut festziehen. Und dann kommt das hellgrüne Band zur Seite. Das dunkelgrüne Band hältst du ja immer noch fest. Jetzt kommt das nächste hellgrüne Band um das dunkelgrüne Band. Das wird hier auch wieder verknotet. Dann festgezogen und wieder nach links rübergelegt. Jetzt noch das letzte Band. Das knotest du wieder um das Band, was du die ganze Zeit schon festhältst. Und wie du hier siehst, mit der betroffenen Hand hältst du vor allen Dingen fest, während du mit der anderen Hand knotest. Schauen wir uns das Ganze nochmal bei einer neuen Reihe an. Du nimmst wieder das äußere Band und verknotest dieses eine Band mit den anderen Bändern. Der Anfang sieht immer ein bisschen komisch aus, weil das Muster noch nicht zu erkennen ist, aber das gibt sich gleich. Ein paar Reihen später sieht das Ganze dann so aus. Die letzte Reihe ist geschafft. Das Armband ist jetzt lang genug. So sieht das fertige Band aus. Richtig cool, oder? Damit das Ganze jetzt auch gut hält, kommt jetzt noch ein Knoten rein. Dafür nimmst du eines der äußeren Bänder und knotest es um die anderen.
Das Ganze noch ein zweites Mal. Und dann schneidest du dieses Band ab. Und du schneidest auch zwei andere Bänder noch ab, nur das lange hellgrüne, das bleibt dran. Damit sich die abgeschnittenen Enden nicht mehr lösen, habe ich sie leicht angeschmolzen mit einem Feuerzeug und dann am Band befestigt. Wenn das noch zu schwierig für dich ist, meine Empfehlung, frag am besten einen Freund, eine Freundin oder eben auch deinen Partner, deine Partnerin oder deine Eltern, ob sie das für dich machen. Jetzt ist das Armband fast fertig. Fehlt nur noch der Verschluss des Bändchens. Hierfür nehmen wir jetzt das lange hellgrüne Band und knoten es einmal nah am Ende des Armbändchens. Ein zweiter Knoten kommt drumherum. Jetzt kann auch dieses hellgrüne Band abgeschnitten werden, wieder verschmolzen werden und dann sieht das Ganze so aus. Der Knoten passt jetzt perfekt in die Schlaufe, die wir am Anfang gebildet haben. Und so sieht das fertige Armband jetzt aus. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Probier das Ganze gerne selber mal aus. Und wenn du es noch ein bisschen leichter haben willst, dann kannst du natürlich auch dünneres Paracord bestellen. Damit geht das Knüpfen noch ein bisschen einfacher. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie hat das bei dir geklappt. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Tschüss!